Seid ihr herzlich willkommen. Das Drei-Fragezeichen-Orakel. Die erste Frage ist, was denkt er? Die zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Und die dritte Frage ist, was macht er? Sein nächster Schritt. Die erste Frage war, was denkt er? Was ist sein Plan? Das sehen wir hier auf diesem Bild, diesem goldenen Taler. Zeigt die Finanzen. Er überprüft die finanzielle Lage. Das Geld steht in Verbindung zum Beruf und Berufung. Das steht auch im Mittelpunkt. Hier ist ein Dokument und das kann ein Arbeitsvertrag auch sein. Oder er hat einen Plan und orientiert sich neu beruflich. Diesem goldenen Taler steht mit Erde-Element in Verbindung. Und wenn er einen Gedanke hat, einen Plan, dann möchte er das auch verwirklichen. Was dieser goldene Taler noch bedeutet, das sind die Werte, auch die inneren Werte und Wertschätzung. Und das heißt, du bist für ihn wertvoll. Zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Das sehen wir hier. Er trifft die alleinige Entscheidungen. Und dieser Schwert bedeutet erstens Trennung von etwas oder jemand oder Trennen von Angst und Unsicherheit. Und dann zeigt ein selbstbewusstes Auftreten. Er bestimmt die Richtung und trifft jetzt klare Entscheidungen. Diese Karte bedeutet auch, dass er nähert sich und er möchte mit dir etwas klären. Die dritte Frage ist, was wird er tun? Und das sehen wir hier. Du bist hier die Königin und du herrschst über diesem goldenen Taler, was die Werte symbolisiert. Und er schätzt dich, du bekommst Anerkennung und Wertschätzung. Er sieht dich wie eine Königin und das hat auch mit deinen Werten auch was zu tun. Was verbindet euch? Hier sehen wir dieses große Herz und das bedeutet die Liebe, das, was euch verbindet. Und das war diese Drei-Fragezeichen-Orakel. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.